so heftig wird der Dauerregen, der auf Deutschland zukommt. Die Woche beginnt weitgehend freundlich, doch dann wird das Wetter zunehmend unbeständig. Zunächst bringt der Abspalter eines Azorenhauses dem größten Teil Deutschlands schönes Wetter, wenn sich Nebel und Hochnebel auflösen, wie der Deutsche Wetterdienst, DWD, am Sonntag vorhersagte. Die Temperaturen sind demnach mit Werten von knapp 10 Grad typisch für die Jahreszeit. Doch schon im Lauf des Montags sollen sich dann Kaltfront Jürgen und Tief Karl vereinigen. Das bringt laut DWD vor allem dem Südosten Dauerregen, in den Höhenlagen fällt sogar Schnee. Bei Aufklaren muss man insbesondere Dienstagmorgen mit vereisten Scheiben und Glätte rechnen, örtlich auch mit Luftfrost. Nur am Südosten bleibt es unter dem Einfluss von Karl meist stark bewölkt. Der Rest der Woche verläuft unbeständig mit Sonnenschein und täglichem Regenrisiko. Die Höchst- und Tiefstwerte liegen mit 10 bzw. 5 Grad geringfügig über den langjährigen Mittelwerten für Anfang November. Nur bei Aufklaren in der Nacht gehen die Temperaturen in Richtung Gefrierpunkt.